In diesem Video geht es um die besten Seniorenhandys. Der Qualitätssieger in unserem Seniorenhandy-Test geht an das Emporia Smart 4. Einfach ist das neue Smart. Maßgeschneidert für alle, die es handlich, kompakt und übersichtlich mögen. Mühelose Bedienung und ausgezeichnete Haptik im kompakten Handygehäuse. Bis zu 5 Notrufnummern werden automatisch hintereinander durch einen Tastendruck angerufen. Nach Bestätigung des Notrufs wird eine Notruf-SMS an Notrufnummern versendet. Verzögerungsfreie Anrufe dank 4G-Volte-Technologie. Hohe Sprachqualität und reduzierte Hintergrundgeräusche für sorgenfreies Telefonieren. Für die nötige Geschwindigkeit im Alltag sorgt der 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor. Surfen, WhatsAppen, den Wetterbericht checken oder den täglichen Mailverkehr managen. Foto- und Videofreunde können mit der 13-Megapixel-Hauptkamera und der 5-Megapixel-Frontkamera eigene Kunstwerke kreieren und problemlos mit Freunden und Familie teilen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Artphone. Das neue Betriebssystem verfügt über größere Schrifttafeln, klarere Menüsymbole, erstaunlich hohe Lautstärke und klare Lautsprecher. Die 1400 mAh Batterie bietet eine höhere Batteriekapazität als alle ähnlichen Produkte mit einer ununterbrochenen Sprachzeit von 5 bis 6 Stunden und einer Standby-Zeit von 240 bis 300 Stunden. Mobiltelefon mit Ladestation: Zum Aufladen schieben Sie einfach den Mobiltelefon in das Ladegerät der Ladestation. Die Rückseite nimmt rutschfestes Design. Innere Schicht ist sanfte TPU und polycarbonate Stoffe gemacht. Artphone kann 5 SOS-Anrufnummern einstellen. Wenn Sie sich in einem Notfall befinden, können Sie die Notaste benutzen, um Soforthilfe von Ihrer Familie und Ihren Freunden zu erhalten. Taschenlampe-Taste an der rechten Seite, schieben Sie es einfach nach oben, damit Sie im Dunkeln besser sehen können. Bei diesem Handy handelt es sich um ein Tastenhandy ohne Vertrag. Sie können das für Sie passende Paket von Mobilfunkbetreiber auswählen. Dieses Handy unterstützt alle europäischen 2G-Netzwerke und eignet sich zum Telefonieren und Senden von Textnachrichten, nicht jedoch für den Internetzugang. Sie können dabei 2 SIM-Karten nutzen, wodurch Sie besonders im Ausland Geld sparen können. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Seniorenhandy-Test ist das Artphone CS188. Das neue Betriebssystem verfügt über größere Schrifttafeln, klarere Menüsymbole, erstaunlich hohe Lautstärke und klare Lautsprecher. Es verfügt über Audio, Video, Bluetooth, UKW-Audio, Taschenrechner, Wecker, Kalender, Mobiltelefon mit Ladestation. Zum Aufladen schieben Sie einfach den Mobiltelefon in das Ladegerät der Ladestation. Die 1400 mAh Batterie bietet eine höhere Batteriekapazität als alle ähnlichen Produkte mit einer ununterbrochenen Sprachzeit von 5 bis 6 Stunden und einer Standby-Zeit von 240 bis 300 Stunden. Artphone kann 5 SOS-Anrufnummern einstellen. Wenn Sie sich in einem Notfall befinden, können Sie die Notaste benutzen, um Soforthilfe von Ihrer Familie und Ihren Freunden zu erhalten. Bei diesem Handy handelt es sich um ein Tastenhandy ohne Vertrag. Sie können das für Sie passende Paket von Mobilfunkbetreiber auswählen. Dieses Handy unterstützt alle europäischen 2G-Netzwerke und eignet sich zum Telefonieren und Senden von Textnachrichten, nicht jedoch für den Internetzugang. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.